Zeit für Witz vom Olli. Ja, obacht. Es ist Donnerstag, es ist Zeit für gute Laune, es ist Zeit für Witz vom Olli. Es kommt wieder, wie wir der Onkel Ronny sagen, den ich an der Stelle ganz lieb grüßen möchte, nationale europäische Weltklasse. Aber erstmal nur Beispiel, und ich hab's nicht vergessen, das ist vom Januar 2023 vom Alex. Da hat er mir, der hat mir ein Buch geschrieben, mit so schöne Sache, ja, egal wie Meerjungfrau du bist, Ariel ist Meerjungfrau. Egal wie Jungfrau du bist, Ariel ist Meerjungfrau. Oder egal wie gut du schläfst, Albert schläft wie Einstein. Ja. Was ist rot und schlecht für die Zähne? Ein Backstein. Ja, lieber Alex, es ist tatsächlich großer Sport. Aber der Klopfer Nummer 1 war Rolf Klimsch. Sagt sie zu ihm, Der Rigobert sagt zur Zieglinde, sagt er, Zieglinde, seit 17 Jahren korrigierst du mich, egal was ich sag. Dann sagt sie, seit 18, mein Schatz, seit 18. Wer kennt das nicht? Wo der Rigobert auf dem Flohmarkt steht mit seinem großen Brockhaus und der Helmfried kommt vorbei und sagt, du, das war doch dein ganzer Stolz, dein Brockhaus, warum verkaufst du den? Da sagt er, du, ich brauch den nicht mehr, meine Frau weiß eh alles besser. Meine Frau weiß eh alles besser. Und der Abschluss ist von Marco Dieser. Sie sagt zu ihm, Schatz, du warst das letztes Jahr in Bayern beim Angeln. Sagt er, ja, war mega. Warum, was ist denn? Da sagt sie, du, eine von deinen Forelle hat angerufen. Sie leicht bald. Immer noch Hüsterle, aber eine von deinen Forelle ruft an, sie leicht bald. In diesem Sinne wünsche ich euch wieder an der Stelle nur das Allerbeste. Werdet gesund, bleibe gesund, verliere niemals Humor, sonst wird es bitte ernst. Am anderen Ende war der Olli und ich kann nur eins sagen. Seit 18 Jahren, Liebling, seit 18. Wer kennt das nicht?